Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. Oh, gucken wir nochmal, wie das jetzt dann ausschaut hier. Weil wir haben Money, ne? Letzte Meldungen. Im Prinzip. Der erhöhte Energieverbrauch der letzten Tage schlägt sich nun in einem Preisanstieg für Forschungsartikel nieder. Filterantrieb. Zweieinhalb Lichtjahre haben. Ja. Drei können wir kaufen. Probieren wir mal. Ja, hat er wohl verbunden, ne? Beachten Sie bitte, dass auf dieser Station der Besitz oder Konsum von Drogen strafbar ist. Und was bringt's? Feldantrieb 3 Lichtjahre, Energieklasse 2. Nur ersetzen möglich. Ja. Ja, in der Tat. Transportauftrag. Ärger mit Kriminellen, sowas wollte ich noch mal machen. Wenig Geld verdienen noch. Und eigentlich S dürfte es Story-Mission sein und M sind dann halt so quasi die Nebenmission zum Geld machen. Du bist tollkühn oder dumm. Hierher zu kommen schreit nach Ärger. Mehr Ärger, als du vertragen kannst. Und du wusstest Bescheid, dass ich komme. Hmm.
geklärt, oder? Ja, dann hängen wir die Story-Mission noch gleich hinten dran. Hallo Chiron, hier Robert. Jack hält sich derzeit im Anomi-System auf. Ein abgelegenes System im benachbarten Banar-Cluster. Mit deinem neuen Antrieb wirst du es problemlos erreichen können. Suche dort einen gewissen Lazar auf. Er ist einer meiner Informanten und wird dir weiterhelfen. Danke, ich schulde dir was, Robert. Keine Ursache. Ich übertrage dir zwei neue Schlüssel für das Banar-Cluster. Du wirst wie üblich weitere Schlüssel mit der Landung auf Handelsstationen erhalten. Gut, ich mach mich sofort auf den Weg. Und Chiron? Pass gut auf dich auf. Du hast bestimmt das mit den Tuch gehört. Die sind gefährlich. Und Jack hat irgendwie mit ihnen zu tun. Okay. Tja, aber ich würde ja erstmal sagen, dass wir hier mal ein wenig die Systeme jetzt erkunden, wo wir noch nicht waren. Ich glaube, in diesem Pachy-System waren wir noch nicht. Nach Artefakten umschauen wollen. Das sollten wir mal machen, damit wir unser Schiff aufrüsten können. Irgendwie noch erweitern, dass man noch größere Sprünge machen kann, glaube ich. Bin mir da nicht ganz sicher, aber irgendwie war mir dem so. Spielphase. Landekomputer? Oh, das geht auch direkt so. Okay. An alle Decks. Derzeit keine Frachter gemeldet. Es gibt hier auch Raketenwerfer. Laser MK2. Können wir den denn schon verbauen? Kopfen wir das mal rein. Oh, können wir tatsächlich anbauen. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen, das Verkaufen der alten Laser. Letzte Meldung. Der Energieverbrauch der letzten Tage schlägt sich nun in einem Preisanstieg für Forschungsartikel nieder. Frachtcomputer, Renner. Kostet jetzt halt alles eine Menge Holz. Es gibt schon Landecomputer X2, dafür brauchen wir 14,3, das braucht richtig Kohle. Handeln können wir auch, wir können ja Sachen so transportieren. Das ist auch eine Wirtschaftssimulation. Können wir Ports of Call im Weltraum spielen? Tja, erfreuliche das Geld Nachrichten. Razzien wäre besser als den Laser jetzt zu testen. Haben zu einem deutlichen Rückgang des Drogenangebots geführt. Ich denke mal, den müssen wir wieder abschießen. Kriegen wir schon hin. Machen wir mal wieder einen Abflug. Oh, bisher kriege ich ja viel runter in meinen Folgen. Das ist höchst erfreulich.
komme ich da nicht mit einmal hin, jetzt muss ich über irgendwas anderes springen, ne? Also erstmal Papi-System. Dann komme ich da rüber. Komme ich dahin, ne? Genau. Keine Ahnung, was ich genau dafür verbessern muss. Das weiß ich nicht mehr, ist zu lange her. Aber das finden wir noch wieder raus. So, was muss ich denn mit dem anstellen? Schauen wir mal. Zerstöre den Frachter. Ja gut. Dann. Frachter an ankommendes Schiff. Bitte, verschonen Sie uns. Wir haben nichts getan. Die armen Menschen waren fast verhungert. Wir konnten die Besatzung doch nicht ihrem Schicksal überlassen, nur weil sie von einem anderen Konzern sind. Sie haben uns bereits zweimal angegriffen und wir haben den Geleitschutz verloren. Wenn Sie uns doch nur helfen könnten, heil in der Handelsstation anzukommen. Tja, was machen wir? Auftrag erledigen, oder? Hat der Boss also recht gehabt? Der Grünschnabel zögert noch. Also wenn du es nicht machst, kümmern wir uns drum. Piraten? Nee, komm, für Piraten arbeite ich nicht. Ich rate dir besser auf. Sehe ich gar nicht hier rein. Tausend Dank für Ihre Hilfe. Sie haben für uns auf eine Menge Credits verzichtet. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt bis zur Station. Stimmt. Ja. Also zur Handelsstation. Warum dauert das hier so lange? Haben Sie etwas zu verbergen oder wieso entziehen Sie sich dem Scanvorgang? Das scheint mir ein bisschen buggy zu sein, was das mit diesem Scannen angeht. Es fällt langsam auf. Achtung Bodenpersonal, 600 Tonnen Frachter kommt rein. Gibt es denn hier was mit Sprungentfernung oder so? Ja, nicht, ne? Durch eine Geschwindigkeitsstufe, durch den Abbau von Rohstoffen, Landecomputer, ist klar, Energiesonde. Achtung, Bodenpersonal, 600 Tonnen Frachter kommt rein. Transfer von Waffenenergie auf Schilder. Ja, ich weiß ja nicht. Hier erstmal einen Abgang. Also zu diesem einen System komme ich jetzt gerade noch gar nicht. Blöd, aber zu welchem Ladeplatz muss ich nochmal? Ich glaube, im Obersystem haben wir noch nicht. Mal sehen, ob wir da ein Artefakt finden. Piraten, wie sich das anhört. Ja, das war klar. Ja, na komm. Das Kopfgeld nehmen wir mit. Gibt wieder schön Action hier. Stell dich hinter sein.
Da gibt es wahrscheinlich noch mehr Piraten, vermute ich mal. Einfach mal hinfliegen und gucken. Mal schauen, wie uns geschieht hier. Zerstören können wir es nicht. Sieh an! Noch jemand, der für eine Prämie sein Leben opfert! Da war ja noch was. Das könnte jetzt farbig werden. Schauen wir mal. Oh ja. Ein paar mehr, ne? Ich mach dich alle! Zweite Welle und dann hat man dann den Boss am Ende. Bin aber gar nicht so gut ausgeschaut. Gleich ist es vorbei. Mal schauen. Kommt unserem Konto auf jeden Fall. So, genug gespielt. Jetzt machen wir einen kurzen Prozess mit dir. Ja, dann komm ran hier auf den Meter. Nun ist deine Zeit gekommen. Jetzt hab ich aber genug von dir. Mach dein Testament! Kommt der Boss. Oh Mann. Geheimdienstwaffe erhalten. Ah, da war ja was. Ja, nett. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Mal schauen, was wir damit anfangen können. Ich komme jetzt rein. Ja, das schaffen wir mal in dieser Folge. Das gucken wir uns mal an. An alle Frachterpiloten, bleiben Sie in Warteposition. Die Frachtdocks sind zurzeit überlastet. Laser Turret MK3 haben wir anscheinend bekommen, was wir noch gar nicht verbauen können, aber halt schon mal haben. So, das ist doch was. So. Von diesem Klimbim hier haben wir noch gar nichts. Fallkontrolle wird automatisch aktiviert. Brennerbooster. Hält die Aufladematte des Hyperraumantriebs. Füllt ein bisschen in dieses Hyperraum. So hat das im Endeffekt. Ich denke mal, der Energiesammler ist tatsächlich was ganz Gutes.
schauen wir mal rein. Gönnen uns den. Ja. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Star One. Macht's gut. Oder besser.